Hi, heute machen wir einen gefüllten Rump Roast und wie ihr den macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr die Zutaten, die ich für mein gefülltes Rump Roast brauchen werde. Das Rump Roast liegt in der Hüfte und daraus werden die klassischen Rump Steaks geschnitten. Würde man jetzt also das Messer ansetzen und hier Steaks runterschneiden, hätten wir die klassischen Rump Steaks, wie ihr sie im Gasthaus auf der Karte findet. Aber wir werden das Stück im Ganzen füllen und zwar mit Cheddar-Käse, mit Zwiebel, mit ein bisschen Speck und außen drauf kommt eine Marinade aus meiner Mediterran-Mischung und ein bisschen Olivenöl. Das sind auch schon alle Zutaten, die wir benötigen werden. Eine Gusspfanne brauchen wir noch und dann würde ich sagen, wir legen los. Zuallererst kümmern wir uns um die Füllung. Dafür habe ich hier also eine gusseiserne Pfanne. Die setze ich auf meinen Seitenbrenner und den starte ich jetzt, dass die Pfanne schon mal warm werden kann. Und ich gebe direkt den Speck bzw. den Bacon in die Pfanne, dass wir den langsam auslassen können, dass wir dann in dem Baconfett dann die Zwiebel auch noch mit anbraten können. Und mit der geht es jetzt weiter. So, während also der Speck jetzt in der Pfanne langsam warm wird, schneiden wir hier eine Gemüsezwiebel auf. Richtig viel Mühe dabei müssen wir uns nicht geben. Wir schneiden die jetzt einfach in solche Halbringe hier. Die fallen in der Pfanne eh gleich zusammen. So, als nächstes kümmern wir uns noch schnell um die Marinade. Die Marinade besteht aus meiner Mediterran-Mischung. Davon geben wir jetzt so 3 gute Teelöffel, das reicht vollkommen aus, sowie 3 Teelöffel Wasser. Da machen wir 4 Teelöffel Wasser. So, und das Ganze verrühren wir jetzt miteinander, dass die Kräuter aus der Gewürzmischung in dem Wasser quellen können. Und so lassen wir das jetzt einfach erstmal 10 Minuten stehen, dass eben die Kräuter, die trockenen Kräuter, die Flüssigkeit, das Wasser ein bisschen aufsaugen können, bevor wir hier mit Öl anfangen rumzuhantieren. So, der Speck ist angebraten. Jetzt kommen die Zwiebeln mit dazu. Und die werden dann in unserem Baconfett schön angebraten. So, Zwiebel und Speck sind schön angebraten. Haben auch schön Farbe gekriegt. Jetzt wird das Ganze noch ein bisschen gepfeffert und gesalzen. Ich weiß, dass in dem Speck schon ein bisschen Salz drin ist. Aber Leute, glaubt mir, das wird unsere Füllung für unseren Rump Roast und dann kann es ruhig noch einen kleinen Ticken mehr sein. So, das ist jetzt weit genug angebraten. Wir können den Brenner ausmachen und lassen das jetzt einfach in der Gusspfanne ein klein wenig auskühlen. So, während jetzt Speck und Zwiebeln auskühlen, habe ich jetzt hier also die Kräuter, die jetzt das ganze Wasser aufgesogen haben. Und da kommt jetzt Olivenöl drauf. Immer in dieser Reihenfolge, erst Wasser, dann Öl. Und zwar erstmal auch 4 Teelöffel, das sollte schon reichen. Und dann schlagen wir das Ganze auf, dass sich das schön verteilt. Und unsere Marinade, mit der wir dann später das Rump Roast bepinseln werden, ist fertig. Lassen wir jetzt noch kurz stehen, dass auch ein bisschen was von dem Aroma von den Kräutern in das Öl halt eben reingeht. Aber so soll das Ganze aussehen. Und glaubt mir, das hier reicht für das große Stück. So, kümmern wir uns endlich ums Fleisch. Hier habe ich also jetzt das Rump Roast liegen, sprich also das Stück aus der Nuss, aus der Hüfte. Und das schneiden wir jetzt auf, um es dann eben füllen zu können. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Messer. Damit setze ich an und schneide erstmal eine Tasche in das Rump rein. Gucke, dass ich da nicht bis zum Rand durchkomme. So, jetzt haben wir also hier unsere Tasche, die wir geschnitten haben. Das Ganze ist noch, wie ihr sehen könnt, zu. Und jetzt geht es darum, dass wir das Ganze mal umklappen.
So, jetzt haben wir das Ganze quasi einmal von innen nach außen gestülpt. Warum habe ich das jetzt gemacht? Das ist ganz einfach. Wenn ihr das Stück Fleisch habt und schneidet das quasi auf, dann habt ihr im Prinzip nur diesen Schlitz, den ihr tatsächlich mit dem Messer gemacht habt und drückt das letzten Endes hoch, habt aber quasi gar keinen großen Zwischenraum. Dadurch, dass wir das jetzt umgefaltet haben, schaut mal, ist das quasi wie so eine riesengroße Tasche, die natürlich geschlossen ist. Ne? So soll das ja auch sein. Aber so soll das Ganze aussehen. Was man jetzt noch machen kann, hier an der Seite ist jetzt zum Beispiel noch das Ganze ein bisschen breiter. Da können wir tatsächlich noch ein bisschen weiter schneiden, dass wir das noch ein bisschen weiter nach außen gezogen bekommen. Aber die andere Seite, das ist wunderbar so. Und so wird das Rump Roast jetzt gefüllt werden. So, bevor wir das Rump Roast jetzt füllen können, schneide ich mir hier von dem Cheddar Käse noch ein bisschen was runter. Da werden wir gar nicht viel brauchen, einfach nur so ein bisschen. Ich denke, das sollte schon reichen. Mache ich jetzt so Stifte draus. Das ist wunderbar. So, und dann geht es jetzt los. Wir klappen unser Rump Roast auf und geben da von den Zwiebeln und dem Speck hinein. Und dann kommt Käse hinterher. Und dann kommt wieder eine Lage Zwiebeln und Speck und wieder eine runde Käse. Das Ganze schön nach hinten zuschieben. Ein bisschen Platz haben wir noch. Also noch ein paar Zwiebeln mit Speck hinterher. Und natürlich zum Schluss nochmal Käse. So, und dann habe ich hier einen Metallspieß, mit dem versuche ich das Ganze jetzt zu fixieren, dass wir quasi hier das nach wie vor geschlossen haben. So sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt fehlt im Prinzip nur noch hier unsere Marinade und die pinseln wir jetzt einfach oben drauf. Glaubt mir, von der Menge her und vom Geschmack her ist das vollkommen ausreichend. Die Mediterranmischung hat ordentlich Schub im Geschmack. So, mein Rump Roast ist damit soweit fertig. Jetzt habe ich hier noch so ein Backblech, sage ich mal, mit Löchern auf jeden Fall drin. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, da sind Löcher drin. Und so stellen wir das Ganze gleich eben auf den Grill, denn backt es quasi nicht am Grillrost an und falls Käse rauslaufen sollte, läuft er erstmal hier auf diese Platte und eben nicht in den Grill. Mein Grill habe ich mir für indirekte Hitze vorbereitet, das heißt also, hier ist der Brenner an und hier in der Mitte ist der Brenner aus und genau da stelle ich jetzt den Rump Roast hin und gare ihn bei 180 Grad für circa eine gute Stunde und dann schauen wir nach der Kerntemperatur, also Deckel zu. So, tatsächlich eine gute Stunde später, 180 Grad, seht ihr oben noch so ein bisschen auf dem Thermometer, sieht das Ganze jetzt so aus. Der absolute Knaller. Kerntemperatur 57 Grad, ist ja ein nassgereiftes Stück und von daher schaut euch das an. Der Käse fängt jetzt so langsam an, da rauszulaufen. Gar nicht mal so viel, also da hatte ich tatsächlich mehr vermutet, aber wie ihr seht, ist alles schön auf diesem Blech geblieben. Und jetzt nehme ich unseren gefüllten Rump Roast vom Grill runter und wir lassen ihn noch ein bisschen auskühlen und dann schneide ich ihn an. Da ist auch nichts angebacken, wie ihr seht. Den können wir einfach so runternehmen. So, der Rump Roast dürfte jetzt gute 5 Minuten ruhen und würde ich sagen, wir schneiden ihn mal an. Ihr seht ja hier schon, wie der Käse da rausläuft, absolut fantastisch. Und ich schneide jetzt einfach mal hier so eine Scheibe runter. Dass wir da mal einen Blick hineinwerfen können. Ja! Ja, ich würde mal sagen, absolut fantastisch. Schaut euch den Garpunkt an, der ist perfekt. So! Und hier ist jetzt also ein Stück von meinem gefüllten Rump Roast und jetzt wird natürlich auch probiert. Käse, Zwiebeln, Bacon plus eben dieses mediterrane Außenrum und dann eben noch dieses sensationelle Fleisch.
Das ist ein Knaller. Hüftsteaks neigen ja dazu, wenn man sie etwas höher gart, dass sie dann so ein bisschen mehlig werden. Deswegen, also jetzt hier der Garpunkt 57 Grad. Ihr habt ja den Anschnitt gesehen, beziehungsweise die Farbe dann auch. Das ist eigentlich genauso die Temperatur, nach der ihr suchen solltet. Und ein mega Gericht. Und das war jetzt ein gutes 500 Gramm Stück gewesen. Das reicht locker für 3 bis 4 Personen, gar kein Thema. Und ja, wenn ihr ein größeres Stück machen wollt, einfach dementsprechend wird die Tasche auch größer und dementsprechend passt mehr Füllung rein. Ein tolles Rezept, was ihr unbedingt mal ausprobieren solltet, ist mir irgendwann die Tage bei Facebook über den Weg gelaufen und ja, tolle Sache, solltet ihr nachmachen, ist richtig lecker und da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich für immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten des Kanals sein, um die Möglichkeit, das sehr gerne nachzuholen, würde mich sehr freuen. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.